Ah, daneben. Daneben. Das ist der andere. Ich komme noch nicht so ganz damit klar hier mit dieser Steuerung hier. Da hinten ist einer. Sehr gut. Da hinten ist noch einer. Mist. Ich treffe nicht. Der ist aber da gewesen, ne? Ich glaube, jetzt ist der schon wieder woanders. Yeah! So, da hinten noch der. Dann haben wir sie alle. Au, au, au. Jawohl. So, okay. Die Melodie, wenn ich die getroffen habe, ey, so. Hä? So, jetzt geht das hier mit der Anomalie. Na also. Warum denn nicht gleich so? Ah, der Aufzug ist sogar gekommen. Aber ich will mich hier noch ein bisschen umschauen weiter. Vielleicht können wir noch ein paar Leute killen. Hahaha. Okay, das möchte ich natürlich nicht, aber... Du sollst die Anomalie da hinstellen. Wo ist denn das Problem? Bin ich zu nah dran jetzt? Ah. Na also. Es geht doch. So, ich denke mal, hier wird nichts sein, ne? I don't understand how this works. Was? Muss ich einfach hier hin? Nein! Off somehow. It feels so real. So do dreams, Mr. Black, until you wake up. That's the best way I can explain it. But Pandora is still not fully capable of simulating human behavior. I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory, which may cause distortion. Das gibt's doch nicht. Kann ich wenigstens bitte noch mal wieder runter? Hallo? Hallo? Oh Mann. Darf doch nicht wahr sein, oder? Wie viel Pech habe ich eigentlich in diesem Spiel bisher? Erst rette ich den Typen nicht. Ja? Dann... Komm, lass dich umbringen. Hallo? Are you enjoying this gunplay, Mr. Black? The constant reset? You must focus. Was? Ich habe nicht geballert. Ich habe ihn ganz nett so halt, ne? Okay, der steht da. Okay, aber vielleicht kann ich den auch so umhauen. Wenn er in die andere Richtung guckt, dann könnte ich das machen. Wenn nicht wieder einer von hinten kommt und mich sieht. Yeah! Ba-bam! Niki! Ach, die ganzen Pixel von ihm fliegen hier noch rum. Okay, so, ich mach mal eben hier noch.
Ja, wir beheben die Anomalien. Moment, hier sind noch mehr. Jetzt gehe ich noch mal hier raus. Guck noch mal hier. Ah. Hier ist keine Tür. Doch hier soll eine sein. Aber irgendwie auch nicht. Ach egal, gehen wir einfach hier weiter. Das wird schon alles irgendwie stimmen. Schnell zurück. Na also, der hätte uns fast gesehen. Aber nur fast. Okay. Dann mal los und weiter, ne? Oh, hier können wir auch durch. Was ist das? Ruf der Zukunft. Aha. Aha, Wissenschafts- und Technologiekonferenz. Naja, gut, okay. Mit irgend so einem Poster halt. Hier ist nochmal ein Lift. Kann ich aber nicht drücken. So, ich denke mal, ich soll nach oben, ne? Das kann ich nicht aufheben. Bisher läuft es doch wieder ganz gut, aber ich habe schon lange nichts mehr zum Scannen gefunden, fällt mir gerade so ein. Eine Toilette. Ich bin schon wieder auf dem Klo. Oh, was ist das? Da hinten ist einer. So, ich muss dich leider K.O. machen. Tut mir leid, dass ich dich da auf dem Klo für gestört habe, aber ja. Was muss, das muss, ne? Na gut. Dann gehen wir hier weiter. Kann ich hier was drücken? So, mal gucken, welcher zuerst da ist. Aha, dieser hier. Dann gehen wir doch hier rein. Wo soll ich denn hin? Boah, bis ganz nach oben, alles klar. Above you are the research labs. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. He was personally overseeing the development of the Corner Gun. The man never sleeps. Although it's late, he may well be around. Okay, ich werde aufpassen. Ach ja. Oh, wir sind da. Oh nein. Sind hier direkt zwei Leute? Gucken gerade beide da. Ah, sehr gut. Erstmal im Lüftungsschacht. Da hinten steht einer. Okay.
Er steht da und steht. No, 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 don't you dare, don't you fucking dare! Okay. Der andere steht da hinten. Aber gut. Wo bin ich hier eigentlich? Also ja, ich weiß, wo ich bin, aber auf der Karte gerade finde ich mich nicht zurecht. Oh, da läuft einer. Ja, läuft doch noch nicht. Das könnte gefährlich sein. Toll. Ein paar Pflänzchen. Juhu. Der raucht da. Frage ist, von welcher Seite ist es jetzt besser, da hinzukommen? Ich passe mal hier auf. Jawoll. Wieder einer weniger. So. Wo ist der nächste? Da hinten. Okay. Da ist der Typ. Dich. Jawohl. Was? Hey, was haben wir denn hier? Mechanische Schäden in Rohrleitungen. Technischer Bericht für ADS. Wir haben außerdem einen Leck in einem der Rohre entdeckt, das Nanofluid-Kühlflüssigkeit zum Serverraum transportiert. Derzeit kann dieser Bereich von öffentlichen Straßen aus betreten werden und bietet unautorisierten Personen leichten Zugang, um die Rohre zu beschädigen oder zu zerstören oder sogar das Bürogebäude unentdeckt zu betreten. Laut unserer Untersuchung wurde der Schaden durch Schläge auf das Rohr mit einem schweren Gegenstand wie einem Ziegel oder Stein verursacht. Dieser Teil der Rohrleitungen ist leicht zugänglich und stellt daher ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Eine effektivere Sicherung dieses Bereichs ist dringend angeraten. Eine Brieftasche voller Fotos wurde in der Nähe gefunden, eine Spur, die wir derzeit untersuchen. Die Fotos könnten vom Täter sein. Wir setzen sie über unsere Fortschritte in Kenntnis. Okay. Aha, da wurden also Rohre zerstört. Das ist ja nicht so toll. So. Also ich würde mich jetzt so langsam ganz gerne mal hier umschauen. So ein bisschen mehr umschauen, als ich bisher tue. Bisher habe ich nämlich noch nicht allzu viel gesehen. Hier so die verschiedenen Büroräume würde ich ganz gerne mal irgendwie durchschauen. Hier vor allem auch. So Nachrichten und sowas. Hey, ich war gestern Abend unten auf dem Testgelände. Und? Wie macht sich der Prototyp? Der Prototyp macht mir keine Sorgen. Hast du den Typen gesehen, mit dem sie die Tests durchführen? Nein, wer? Ex-Militär, völlig durchgeknallter Typ namens Jasper Prado. Kennst du ihn?
Nein, aber Pam aus der HR-Abteilung meinte, dass alle unsere Tester auf besondere Empfehlung ausgesucht wurden. Ich weiß nicht, er stellt eine Menge Fragen. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich schwören, der sammelt Informationen. Beunruhigend, aber ich will das nicht melden. Nicht bei Howards Temperament. Aha. Alles klar. Wo ist denn die Tür? Wieso sehe ich immer so schlecht hier? Echt mal, es ist einfach zu dunkel. Ich brauche mal mein Handy. Ich glaube, ich muss mir mal einmal hier wieder die UV-Lampe anmachen. So. Ah, ein bisschen mehr Licht. Jetzt habe ich zwar keine Karte mehr. Ist vielleicht dann doch nicht so gut. Aber immerhin habe ich Licht. Kann ich wenigstens mal gucken, ob hier irgendwie noch was ist oder was liegt. Noch ein paar Textdokumente vielleicht. Oder irgendwas anderes Tolles. Und dann gehe ich da hinten zu dem anderen Typen, den ich noch platt machen muss. Hier liegt noch was. Na also, hat sich schon gelohnt. Monatliche Technik-News. ADS nicht aufzuhalten. Advanced Defense Strategie oder so. Investiert nach neuesten Berichten mehr als 10 Millionen Pfund in einen neuen Labor- und Bürokomplex am Stadtrand von Birmingham. Auf Nachfrage nach dem Projekt versicherte Roger Howard, CEO von ADS, dass er nicht nur ein Waffenhersteller auf der Suche nach dem schnellen Geld sei, sondern eine kreative Kraft, die die Zukunft der Stadt und der gesamten Welt zum Positiven verändern will. In einem seiner seltenen Interviews bemerkte Howard, ADS beschleunigt die Entwicklung innovativer Systeme und technischer Lösungen für die globale Gemeinschaft. ADS hält sich bezüglich genauerer Details weiterhin bedeckt, wird aber im kommenden Monat eine Wissenschafts- und Technologiekonferenz abhalten. Voraussichtlich im neuen Unternehmensgebäude. Aha. Na, da haben wir ja doch noch was gefunden, ne? Gut. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt dem Typen da reinrenne, mache ich mal lieber wieder hier die Karte. Oh, der ist da hinten. Dafür muss ich ja tatsächlich jetzt hier irgendwie lang, ne? Oder muss ich eigentlich den Aufzug benutzen? Ich könnte auch den Aufzug benutzen, aber ich könnte auch jetzt hier hinten noch lang und gucken, ob ich den Typen jetzt auch noch irgendwie hinkriege. Aber der steht da halt so, ne? Den hätte ich von der anderen Seite machen sollen. Also der bewegt sich nicht. Ja, dann. Dann ist es mir egal. Dann ist es mir egal, was der hier so treibt. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Aber hier war ich, glaube ich, schon. Deswegen gehen wir jetzt zum Aufzug und benutzen den einfach mal. Denn ich glaube, genau das soll ich tun. Den Aufzug benutzen. So, und da müsste ich auch eigentlich langsam mal endlich einen Cut machen. Es wird Zeit, ne? Es wird echt Zeit für einen Cut. Das ist nur so spannend. Das ist voll fies, ne? Kann ich die Tür nicht öffnen? Anscheinend nicht. Schade. I don't remember the code to this door. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. Okay. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. Okay, ich werde mich umsehen. Ich muss den Code öffnen, die Tür öffnen auf jeden Fall. Oh, hier ist er auf. Ist
alles irgendwie plötzlich so merkwürdig von der Farbe. Hey, was ist das? 7. Okay, 7. 7 haben wir schon mal. Aber die 7 allein wird uns nicht helfen, nehme ich mal an. Deswegen müssen wir uns hier noch mehr umschauen. Und da haben wir halt schon mal die 7. Okay, also ich möchte den Code noch lösen. Wenn ich das geschafft habe, dann werde ich definitiv einen Cut machen. Ja. 5. Aber das wird ja dann wahrscheinlich nicht die richtige Reihenfolge sein, ne? 7 und 5 haben wir jetzt schon. Da haben wir eine 9. 7, 5, 9. Und eine 4. 7, 5, 9, 4. Aber wie ist jetzt die richtige Reihenfolge? Vielleicht ist das ja schon die richtige Reihenfolge. 7, 5, 9, 4. Okay. Also wir haben, glaube ich, alle Zahlen gefunden. 7, 5, 9, 4. Aha. Okay, und jetzt? 7. Vielleicht ist es ja auch 7, 4, 9, 5. Okay, Also 7, 4, 9, 5 ging schon mal nicht. Vielleicht ja dann doch mal in der Reihenfolge, wie ich sie gefunden habe. 7, 5, 9, 4. 7, 9, 4, 5. Ah, alles klar. So funktioniert das. Yeah. So, es speichert gerade. Da könnte ich interagieren. Das mache ich jetzt mal nicht. Bin nämlich schon genau hier an dem richtigen Ort, wo ich was machen muss. Ja, deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.